Kalte Eier und kalte Menschen. Aber trotzdem, ein paar heiße Hühner gibt's ja an jeder Ecke. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Arctic Eggs. Liebe Freunde, heute wird wieder hart gekocht und geschwenkt und geschwabbelt und Schwabbeln passiert aber hier. Wenn ihr auch ein bisschen Lust auf Schwabbeleien habt, ne, dann könnt ihr unten in die Kommentarsektion gehen und dort euch ein paar Schwabbeleien ansehen oder einfach auch mit Kreis zusammen schwabbeln, bewerten, kommentieren. Vielen, vielen Dank. Leute, ich weiß nicht ganz genau, ihr lieben Menschen da draußen, wo ich jetzt hin soll. Ich kam mal von dort oben. Wir können hier nochmal da hinten, da waren wir, ne? Hier waren wir auch. Waren wir hier schon dort drüben und sind dann darüber gegangen? Aber da geht's auch hoch. Hier auf dem Dach waren wir schon unterwegs, ne? Smokey McSmokenstein, der sagt gar nichts, der hält einfach nur die Hand auf. Alles klar, check, check. Ich muss jetzt erstmal herausfinden. Aha, Moment, hier geht's rein. Ein neuer Ort. Vielleicht geht's da drüben. Ne, da geht's gar nirgendwo hin, aber da geht's auch irgendwo hin. Wir müssen uns hier noch so ein bisschen zurechtfinden. Und schauen mal, was wir hier in diesem Durchgang hier finden. Oder ist das das Knastding, wo ich letztes Mal drin war? Nee, oder? Nee. So, hier gibt's 8 hungrige Leute. Wie viele Leute haben wir denn gefüttert mittlerweile? 18. Das heißt, wir werden mal hier reingehen und gucken in diesem völlig normalen, völlig unskurrilen Spiel. Glaubst du, man kann Eier auf dem Mount Everest braten? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist es zu kalt. Wieso kocht man das Ei nicht vor? Ja, so eine Art Meal Prep. Ich weiß nicht. Oh, Meal Prep ist so einfach. Das war nicht... Ich preppe schon seit Jahren meine Mahlzeiten vor. Dann ist es eine tolle Möglichkeit, Zeit und Geld zu sparen, sowie Lebensmittelverschwendung vorzubeugen. Ich freue mich, dass immer mehr Menschen diese Methode nutzen. Oha, ich will doch nur... Ich will das Ei einfach braten, wenn ich da oben bin. Es ist doch Schummeln, wenn ich es einfach vorgebraten mitbringe. Das Herz hat seine Gründe, welches der Verstand niemals begreifen wird. Mhm, okay. Ja, es gibt hier schöne Zeitschriften, hä? Meine kulinarische Weisheit erweist sich immer als nützlich, wenn ich mit Toiletten hantiere, was? Wann immer du ein Steak in die Pfanne legst, legst du es weg von dir selbst, damit das heiße Fett nicht spritzt und dich trifft. Wenn man eine Toilette sauber schrubbt, ist es dasselbe Prinzip. Ist es das? Fragezeichen? Ich weiß ja nicht. Du hältst immer noch durch. Ich laufe etwas aus, aber ich fühle noch. Oh Gott. Ich wünschte nur, sie würden ein anderes Lied spielen. Dieses Lied verringert dein Auslaufen aus irgendwelchen Gründen. Ich habe den Komponist im Gefängnis getroffen. Vielleicht liegt es daran. Wie auch immer, ich bestell dir jetzt Essen und Trinken. Ach toll, bitte sei vorsichtig mit dem Getränk. Es ist schon in Ordnung, wenn etwas ausläuft, aber es macht alles schwieriger. Was? Oh Gott, jetzt... Oh wow. Oh wow. Bier und Ei zum Frühstück, hä? Boah, ey, was ein Flip. Was ein Flip, der Skiller. Der Skiller. Und das Getränk bleibt einfach gerade. Komm schon. Yes. Und wie war's? Zubereitet, so wie du es magst. Selbst das Gehirn, das Wunderorgan, gibt dem Echo des Magens nach. Oh. Ich muss rein. Ich liebe diesen Teil. Na dann, geh. Wow. Schön Bier und Ei in der Frühstückspfanne. Hm? Ah, das mögen die Leute doch. Was auch immer hier vorgeht, ne? Ich habe keine Ahnung, was dieses Mädel sagt. Ist mir auch egal, es soll weitergehen. Saxophon. Ich habe meine Sicherung reingemacht. Okay. Oh Mann, fick diese Zeitumstellung und fick Raumtemperaturflüssigkeiten. Nur für Landwirte ändert ihr das, woran ich gewohnt bin. Was?
ist los, Alter? Hat das alles einen tieferen Sinn oder? Ich hätte uns keine Getränke besorgen sollen inmitten des Meeres des Tanzes. Hätte ich wissen sollen, dass ich nass werden würde. Ich beschwere mich nicht viel. Ich beschwere mich gerade. Der Tanz benebelt die Luft wie eine salzige Luftfeuchtigkeit. Ich habe leider kein Frottee-Handtuch. Bedauernswert. Ich fühle mich feucht. Was? Ich habe ein Bier für uns zum Teilen. Nur eins? Was? Oh ey, the Double Dance Bier. Oh no. Ja komm. Bier und Ei. Ah, deswegen sollte das Bier nicht umfallen, weil die feuchten Tropfen dürfen auch nicht rausplumpsen, gell? Na, jetzt fällt das Bier aber um. Ah, Mist, das ist irgendwo... Ich fühle mich feucht. Was zur Hölle? Okay, wir müssen irgendwie jetzt die eine Seite hier halbwegs fertig kriegen. Oh, ey, zwei stehende Flaschen. Oh, zwei stehende Flaschen. Alter. Ey, Leute, meine Eierbrat-Skills, ne? Yes! Das war unglaublich. Ich hatte meine Zweifel. Aber wenn ich 6 Mägen hätte, wären mindestens 5 von ihnen jetzt glücklich. Okay. Ich habe den Heiligen der 6 Mägen schon mal getroffen. Ich war mit seiner Tochter befreundet. Er sah dem Chef meines alten Arbeitsplatzes ähnlich. Der Chef war ein sehr unsicherer Mann. Er zwang uns dazu, Weihnachtslichter unter den Tischen aufzuhängen. Nach all den Operationen jedoch und dem Marinieren... Glaube ich nicht, dass 6 Mägen noch so aussieht. Mein Eis ist zu kalt, aber ich will kein Wasser. Kannst du es mir ein bisschen in diesem Glas aufwärmen? Was? Aber jetzt ist... Oh nein. Wenn der Eiswürfel geschmolzen ist, ist es bestimmt... Ja, shit. Okay, das heißt, ich muss erstmal herausfinden, wie ich das... Weil das rollt ja direkt weg hier, die dumme Kacke. Ah, Mist. Das heißt, du kannst es jetzt schon vergessen. Oh nein, daneben. Dann schmilzt der so schnell weg, dann kannst du nichts machen. Mist, ey. Da geht das Ei. Wenn ich ganz schnell klicke, ne. Das war ja noch schlechter. Alle weg hier. So. Muss ich ein bisschen hier mit Licht und Schatten arbeiten, nur. So, das schmeiße ich jetzt noch dahin. So. Okay. Ja, jetzt könnten wir es hinkriegen. Aber das Einfüllen schwerer als das, ne? So. Jetzt muss ich nur ein bisschen gucken hier, dass wir das Ei geschwenkt kriegen. Komm schon, Ei. Hoppala. Ja, eins ist gedreht. Das andere noch? Ja. Und runter mit dir. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da drinnen überlebt das Eis im Glas. Yes! Verdammt, lauwarmes Eis ist wirklich ein ganz anderes Level. Was? Okay, ich werde es dann mal ausprobieren bei Gelegenheit. Ey, dein Hintern guckt aus dem Stuhl raus. Die Quote ist niedrig. Der Heilige der 6 Mägen wird eine Entschädigung verlangen. Der systematische Diskurs hindert sie derzeit sehr. Da stimme ich zu. Seit 2052 schon beschmutzen pseudo-neotechnozentrische Konsumenten sich die Hände. In Bezug zum Soziokonsumenten natürlich.
Ja. Ich habe den zärtlichen, geflüsterten Wunsch gehört, sich von den staatlich betriebenen Strukturen zu entfernen. Und im Gegenzug etwas mehr... Sag es nicht, dieses Wort wird hier ein Echo auslösen. Soll ich eine neue Suche starten? Es ist möglich, Hühner hinter Toiletten zu verstecken, nehme ich an. Nein, zwei Wochen? Wir hätten mit unserer ganzen eigenen Anti-Disestablishment-Arianismus zu kämpfen. Was? Etwas verbeult. Auf geht's, Team. Okay. Irgendwie wollen die hier Hühner auf illegalem Wege, ne? Früher kam ich ständig hierher. Du und ich, Alter. Du hast mich zurückgehalten. Meine Beine waren noch nie so schnell. Echt? Kamen wir früher oft hierher, ja? Alter, was? Was ist das Letzte, was ich auf meinem Handy machen werde? Also bevor ich sterbe. Ach du Kacke. Das wird schwierig, weil diese Fische aus der Dose zu bekommen, das wird immer so ein... Das ist immer so ein Problem. Ah, einer ist schon raus. Aber naja, dann fliegen dir die Tropfen da weg. Das ist really hardcore. Solange wir das Bier in der Flasche halten können, sollten wir das auch tun. Oh. Die ganze Flasche wegwerfen ist natürlich doof, Kreis. Okay. Alter, Fisch und Bier ist ja eine unangenehme Kombo, hätte ich nicht gedacht. Fisch und Bier zum Frühstück. Mal gucken, so. Ey, der zappelt ja, der Fisch da oben. Wusste ich gar nicht, seit wann zappeln die denn? Okay, jetzt werden sie im Bier nochmal schön schmackig, oder? Yes! Heilige Scheiße, das war unglaublich. Das ist... E-Mail-Etikette ist eins der letzten Überbleibsel, welches die Alten uns zurückgelassen haben. Wahrhaft? Naja, das und Steuern, schätze ich. Ich habe vorhin einen Typen ohne linke Hand gesehen. Das hat mein Selbstmitleid Einhalt geboten. Das nächste geht an ihn. Okay, zwei Eier, ein Bier. Das ist aus alten Tagen... Relativ machbar. Hoppala. Ah nein, jetzt ist Bier ausgelaufen, aber das Ei ist noch nicht gedreht. Flip the egg. Ah. Okay, kein Ei, kein Bier und das vor vier? Das lob ich mir. Komm schon, Konzentration. Und hepp. Und hepp. Ja. Ja, Skillo. Skillo Manello. Der beste Eimann der Welt, Alter. Ich hab die Eier im Griff. Ich hab die Eier unter Kontrolle. Danke. Ich würde gerne alle Straßen durch eine Art nicht-newtonische Flüssigkeit ersetzen. Denk mal drüber nach. Wenn du zu lahm fährst, sinkst du verdammt nochmal. Okay. Ich habe geglaubt, dieser Job wäre mein Ticket aus diesem Drecksloch hier. Da Baressen leicht zu machen ist und es selten Beschwerden gibt. Hatte ich gehofft, der Heilige der sechs Mägen würde mich schneller bemerken. Aber kaum einer dieser Leute isst. Die trinken nur. Ich muss so viele Drinks zubereiten, dass ich kaum die Zeit zum Kochen finde. Oh nein. Oh Gott, Alter, super viele Eiswürfel und dann das Ei noch dazu. Oh
Okay, das muss ich mir jetzt erstmal hier irgendwie... Moment, Moment, wartet doch mal hier bitte. So, da sind die drei drin. Boah, du hast hier keine Tiefensicht. Ne, so. Du hast zwar unten diesen Schatten. Und du musst dich beeilen mit dem Eis wegen der Kippe. Okay, ja. So, oh Gott. Oh nein. Und jetzt schnell. Schnell Ei. Werde gebraten, Ei. Ei, los. Jetzt go, Ei. Ja, das war beeindruckend. Und viel Glück. Ich habe noch nie einen Drink so schnell zubereitet. Ich sollte kündigen, aber um ehrlich zu sein. Es gibt nichts Vergleichbares zum Betrachten der Kondensationstropfen auf einem feuchten Glas. Ja, weiß ich nicht. Ist das so? Zwei immer noch hungrig. Okay, da geht's wahrscheinlich wieder raus, oder? Hat er nicht gesagt, irgendwie ab 26 dürfen wir zu dem Heiligen? Ich kann mit Sicherheit sagen, noch nie einen Berater getroffen zu haben, der wirklich wusste, was er tut. Jedenfalls nicht so sehr, wie sie kochen sollten. Ihre Arbeit besteht hauptsächlich darin, dir vorzumachen, du wärst in guten Händen. Also können sie natürlich nicht zugeben, Wissenslücken zu haben. Nein, ich habe nichts gegen sie. Wirklich nicht? Menschen, die sich keine Schuld eingestehen können, sind gefährlich. Ich bin einfach nur hungrig. Und wieso willst du dann einen Drink? Oh nein, jetzt noch ein Bier dazu. Drink, Bier und Ei. Das ist eine gute Kombo, hä? Ei und Bier? Das lob ich mir. Oh nein. Okay, aber jetzt müssen wir nur das Wasser drin halten, das, oder das Bier. Das könnte noch funktionieren, wenn wir nicht zu hart schwenken. Ja! Profi-Profi-Kreis, Alter. Dieses Ei hätte ich besser braten können. Du hast Eier bisher immer nur pushiert. Selbes Werkzeug, selbe Zutaten. Ich weiß, was ich tue. Na klar, pff, das ist kein Respekt, Alter. Das ist kein Respekt vor dem Koch. Zu viele Soldaten, um ehrlich zu sein. Es lässt alles etwas angriffslustig wirken. Und leg doch die Knarre weg. Das habe ich bemerkt. Oh, entschuldige. Ich brauche deine Arbeit. Kündige. Ich habe zu viel Angst davor. Wenn der Bass einsetzt, begehe Selbstmord. Was? Schönheit findet sich in den kürzesten Momenten, nicht in den Klauen der Ewigkeit. Alter, was? Wo war? Ich brauche keinen Sex. Die Regierung fickt mich jeden Tag. Das ist mir etwas unangenehm. Oh Gott, diese... Alter, und dann diese Bodentoiletten hier. Was ist das? Verdammt. Du wirst nicht glauben, was mir da reingefallen ist. Könntest du schnell reinhüpfen und es mir wiederholen? Soll ich? Es geht wirklich? Alter. Ja, toll. Kreis geht wieder in den Ausgang rein. Super. Lass mich nochmal. Ist eine Person hungrig und die ist wahrscheinlich da unten im Aquarium. Hallo? Was ist hier denn da reingefallen? Ein riesiger Wurm? Ist das eine Kackwurst?
Das sind die Delfine. Kann man Eier auf dem Mount Everest braten? Die schon wieder. Der Wal sieht hungrig aus. Lege ein Ei in seinen Mund. Nur ein Ei. Sunny side down. What? Oh. Okay, jetzt muss ich das dahin flippen, oder was? Oh Gott. Okay, warte, das muss ich noch üben. Da brauche ich einen Moment zum Üben, du. Beziehungsweise, warte mal, wenn er da ist. Ist er da? Dann lassen wir das Ei einfach nach hier unten rechts fluppen und... Oh. Die flackernde Fackel misshandelt die geschwärzte Sonne. Ja, toll. Zirpt wie eine Grille, welche in Mitternacht angebraten wird. Sucht nach einer in Sternengeflüster marinierter Antwort. Aber seine Antwort ist unzufriedenstellend. Das Echo würzt die Luft. Wir müssen den Grillen vergeben, die Hähne des Mondes. What? Ich schätze mal, das ist irgendeine Art Kunst, die ich nicht verstehe, dieses Videospiel. Ich hoffe, du legst beim Sechs-Magen-Mann ein gutes Wort für mich ein, Wal. Zählt das jetzt als gefüttert? So. Null Leute hungrig, das ist gut. Dann haben wir alle gefüttert. Jawohl, Disco Party Party. So. Jetzt ist die Frage, muss ich jetzt wieder hoch zum Heiligen der sechs Mägen? Wie viel habe ich denn jetzt? 26. Leute hungrig. Komm, wir gehen mal noch weiter oben. Gucken mal, ob hier was ist noch. So ein Fenster. Hier können wir irgendwie abkürzen. Man kann nicht hüpfen, man kann nur rauchen. Aber da hinten auf den Dächern ist ja auch niemand mehr. Also sind wir jetzt hier mehr oder weniger zurück unterwegs. Da unten ist auch nichts. Hier ist so der Anfang mäßig, ne? Ja, da waren wir. Da haben wir gestartet sozusagen. Dann gehen wir jetzt mal hier lang wieder. Hier waren wir auch. Na klar, waren wir hier, haben wir angefangen. Das ist der Start des Gesamtspiels. Dann müssten wir ja jetzt, wenn... Hä? Da geht's nicht hoch, ne? Wo sind wir denn damals lang? Dann sind wir hier lang? Dann gehe ich mal nach oben jetzt. Weil da unten ist ja nur diese... Dachterrassen-Lounge? Da ging's rein. Waren wir da schon drin? Im Moment. Bin ich ja jetzt gerade auch schon wieder gewesen. Wie kamen wir denn rüber zu diesem Turm? Ihr wisst schon, wo wir den Sechs-Magen-Mann da getroffen haben. Da hinten hin. Wie komme ich denn da? Ah, da muss ich erst hier runter. Da wollte ich mal hin.
ich jetzt nicht genau weiß, können wir jetzt schon so zum Endboss sozusagen? Der Heilige der Sechs Mägen befindet sich hinter dieser Tür. Ich wurde degradiert. Doch ohne jegliche Glaubwürdigkeit. Sollst du 27 Leute. Ne, der macht mir nicht auf. 27 Leute. Irgendwo muss noch ein Hungriger sein. Waren wir da hinten in der Tür schon drin? Werden wir ja mal sehen. Aber ich glaube schon, oder? Wir sind nochmal hier lang gelatscht. Müssen wir gucken, weil das wird ja immer angezeigt. 7 Leute hungrig, 1 Leute hungrig, 0 Leute hungrig. Oh, hier 8 Leute hungrig. Alter. Eine üble Bar. Nun. Ist die große Frage. Ob ich jetzt hier nochmal... Ja, eine vierte Folge mache, ne? Nochmal 8 Leute bekochen und dann zum Heiligen der 6 Mägen, würde ich sagen. Leute, wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Macht's gut, bis dahin. Ich dachte, es wäre jetzt Feierabend, deswegen bin ich nochmal hochgegangen, sonst hätte ich die Folge schon früher beendet, bin ich ehrlich. Ich muss aber leider ein bisschen, ihr wisst schon, Vorlauf wegen Urlaub und so. Und ich habe euch alle super gern und bewerten und kommentieren. Los, macht das jetzt. So, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank für den Support. Macht's gut, bis dann. Auf Wiedersehen. Reingehauen und ciao.